Geht es Ihnen auch so wie mir, dass Sie sich nicht vorstellen können, dass das Bargeld verschwindet? Die EU soll das bereits für 2018 planen. Es wird heiß diskutiert in diesen Tagen, ob Bargeld nicht antiquiert ist und man besser alles elektronisch bezahlen soll. Die einen sagen, das ist der Lauf der Zeit und die Zukunft soll man nicht aufhalten. Andere warnen vor dem gläsernen Menschen und sagen, Bargeld ist gelebte Freiheit. Herzlich willkommen zum Sonntagmorgen hier am Brandenburger Tor. Ja, man kann sich kaum vorstellen, eben im Gottesdienst, da geht ja der Klingelbeutel dann rum, da geht natürlich Bargeld rein. Wie soll das denn mal nach 2018 werden? Bezahlt man da mit Kreditkarte? Also, 2018, wenn die EU das wirklich machen sollte, das wäre ja quasi schon übermorgen. Und wir haben so wie selbstverständlich, ich heute meine U-Bahn mit Bargeld bezahlt und Brötchen im Vorübergehen, soll das bald alles abgeschafft sein. Heiß wird darüber diskutiert. Wir wollen das heute auch mit zwei renommierten Gästen. Ich freue mich, dass Roland Tichy da ist. Er hat vorgestern noch die Ludwig-Erhard-Stiftung, da ist er Vorsitzender, aber die von Hayek-Medaille bekommen. Und langjähriger Chefredakteur der Wirtschaftswoche, jetzt Kolumnist bei der Bild am Sonntag. Herzlich willkommen. Und ihm gegenüber Deutschlands renommiertester Trendforscher, der genau weiß, wohin der Zug der Zeit läuft, vielleicht auch in Sachen Bargeld, Peter Wippermann. Herzlich willkommen. Herr Tichy, brauchen wir überhaupt noch das Bargeld oder kann man das abschaffen? Wir brauchen es unbedingt. Haben Sie Ihren Kindern schon mal Taschengeld per Kreditkarte gegeben? Haben Sie schon mal einem Bettler 2 Euro per Kreditkarte überwiesen? Aber es geht nicht nur um praktische Gründe. Noch viel wichtiger ist, Bargeld ist ein Stück Freiheit. Damit sind wir unkontrollierbar. Alle elektronischen Zahlungssysteme verfolgen uns minutiös auf Schritt und Tritt. Sie mögen manchmal praktischer sein. Ich verzichte auch nicht auf Kreditkarten. Aber im Detail ist Bargeld eine der letzten Freiheiten in einer Welt, die total elektronisch überwacht ist. Und mit jedem Zahlungsvorgang hinterlassen wir dann Spuren und die werden kontrolliert. Herr Wippermann, ist das altmodisch? Also wir könnten schon heute auf das Bargeld verzichten. Praktisch jeder von uns hat eine EC-Karte. Ein Drittel der Bevölkerung hat Kreditkarten. Also technisch wäre sozusagen die Abwicklung sichergestellt. Wenn man sich vorstellt, dass wir innerhalb von 8 Jahren das mobile Smartphone kennengelernt und geliebt haben, dass 64% der Bevölkerung das nutzen, dann kann man sich auch vorstellen, wie schnell sozusagen neue Technologien, alte Gewohnheiten beenden werden. Wissen Sie, was der Unterschied ist? Trotz Smartphone reden wir noch persönlich miteinander. Und das ist der Unterschied. Ich habe ja nichts gegen elektronisches Bezahlen. Aber so wie ich trotzdem noch mit Ihnen persönlich sprechen möchte, möchte ich auch weiterhin das Bargeld benutzen. Wir reden gleich weiter. Wir wollen nur ganz schnell mal gucken, wie die Entwicklung ist, wie der Stand ist. Also, eins kann man nur sagen. Wilhelm II, also Kaiser Wilhelm II., der letzte deutsche Kaiser, der hat gesagt, ich glaube an das Pferd. Das Automobil ist eine vorübergehende Erscheinung. Und wie das ausgegangen ist, wissen wir ja. Kann das sein, dass das mit dem Bargeld ganz genauso ist, dass wir da irgendwas verteidigen, was altmodisch ist? Oder stimmt das, dass es so eine große Freiheit ist? Es scheint so, als hätte das Bargeld seine beste Zeit hinter sich. Klimpernde Münzen und bunte Geldscheine. Sind sie bald überflüssig? Der Wirtschaftsweise Peter Bofinger fordert die Abschaffung des Bargeldes. Kriminalität, Schwarzarbeit und Korruption ließen sich so beseitigen, behauptet er. Fast ein Drittel des Euro-Bargeld-Umlaufs besteht aus 500-Euro-Noten. Fürs Einkaufen braucht die niemand. Damit wickeln lichtscheue Gestalten ihre Geschäfte ab. Bargeld sei außerdem altmodisch. In Dänemark zum Beispiel geht schon lange nichts mehr ohne Smartphone oder Kreditkarte. Ob im Café, Bus oder Supermarkt, bestellt und bezahlt wird digital. Der Einzelhandel kann Bargeld sogar ablehnen. Es ist das Allerschnellste. Heute läuft doch alles über das Smartphone. Einfach draufdrücken und schon hat man gezahlt. Wie früher mit Bargeld oder Karte. Deutschland liegt da weit zurück. Der Discounter Aldi Nord bietet seit diesem Monat das Einkaufen mit dem Smartphone an. Könnte das die Massenakzeptanz sicherstellen? Denn noch immer zahlen mehr als 50% der Deutschen am liebsten bar.
Die Diskussion über die Abschaffung des Bargeldes halte ich eher für eine virtuelle Diskussion. Das geht an den Bedürfnissen der Bürger vorbei. Denn der will Bares statt Digitales. Dabei ist das doch so unkompliziert, sagen andere Experten. Der Kunde vergisst eher sein Portemonnaie zu Hause als sein Mobiltelefon. Und er kann sich mit ein und derselben Technologie in allen Einkaufssituationen zurechtfinden. Ist das Bargeld bald Geschichte? Angeblich plant die EU-Kommission bereits ab 2018 in der Europäischen Union komplett darauf zu verzichten. Ich habe Sie eben unterbrochen, Herr Wippermann. Also Sie stört das gar nicht. Ich habe nämlich auch so ein bisschen den Verdacht, dass man dann irgendwie, dann braucht man sich ja überhaupt nicht mehr zu unterhalten. Also Bargeld ist ja auch eine Kommunikation. Bargeld ist eine Kommunikation. Natürlich werden wir uns auch Angesicht zu Angesicht unterhalten, aber tatsächlich unterhalten wir uns viel mehr über das Netz. Je jünger wir sind, desto bildträchtiger ist diese Unterhaltung. Wenn wir uns das Geld anschauen, ist Geld reine Information. Und das, was Sie verteidigen, Herr Tichy, ist letzten Endes das Trägermaterial, das Papier und die Metalle, die sozusagen die Informationen übertragen. Und das wirkliche Vertrauen, nämlich die Vertrauen in den Staat, die den Wert des Geldes garantiert, das ist ja das kritische Moment, nämlich die Institutionen, denen Sie Misstrauen entgegenbringen. Nein, ich verteidige nicht Papier, ich verteidige auch nicht Gold oder Metall, ich verteidige Freiheit. Denn was Sie hier gesehen haben, war ja, also wer Bargeld benutzt, ist ein Krimineller. Da sieht man ja bereits, wohin der Weg geht. Es geht in die Totalüberwachung des Bürgers. Es mag sein, da haben Sie ja recht, da bin ich ja bei Ihnen, ich kaufe auch kein Auto und fahre dann mit zwei dicken Koffern Geld vor. Das wäre ja albern. Aber es muss Bereiche geben, in denen man sich der Kontrolle des Staates entziehen kann. Und wenn Sie mir einen anderen Weg nennen, wie das ohne Bargeld geht, dann bin ich bei Ihnen. Aber die Absicht der Bargeldabschaffung ist nicht, uns das Leben bequemer zu machen. Es gibt zwei Gruppen, die das abschaffen wollen. Die eine, die dran verdienen. Denn natürlich, wenn Apple die berührungslose Kreditkarte für Aldi einführt, da klingelt bei denen die Kasse, wenn wir bezahlen. Die Bargeldabschaffung ist ein Geschäftsmodell für einige wenige. Das kann man okay finden, finde ich auch okay, ist nicht die Bedrohung. Die eigentliche Bedrohung ist die totale Kontrolle, wenn es heißt, nur kriminelle Mädchenhändler und Rauschgiftbonzen benutzen Bargeld. Das wobei ist es ja auch, man sagt, muss. Es gibt ja auch diese Cyberkriminalität. Also wenn Sie Bargeld ist, es wird immer gesagt, damit wird Kriminalität abgeschafft. Das ist ja Blödsinn. Die Kriminalität wird natürlich in den virtuellen Raum nachwandern oder ist schon da. Aber es gibt natürlich auch andere Möglichkeiten. Bitcoin ist eine private globale Währung, die einige Staaten mittlerweile verboten haben, weil sie dieser Währung misstrauen. Und wir werden sehen, dass insgesamt es tatsächlich um das Vertrauensverhältnis geht. Was steht auf den Münzen oder was steht in den Displays und wer steht dafür gerade? Und da haben Sie genau den Punkt erwischt. Warum wird Bitcoins und anderes Zeug verboten? Weil es auch ein Weg ist, wie sich die Bürger aus den Klauen des Staates ein Stück weit befreien wollen. Deswegen mögen Sie ja Bitcoin nicht. Ja? Genau, erklären Sie mal Bitcoin. Im Augenblick geht es um die Abschaffung des Bargelds zur Kontrolle des Bürgers. Aber lassen wir nur mal einmal kurz den Begriff erklären. Bitcoin ist einfach eine digitale Währung, die privat global in den virtuellen Raum gestellt worden ist. Es gibt sozusagen einen Zahlencode, der sich aufteilt und dieser Wert der Währung wird frei ausgehandelt zwischen allen Teilnehmern. Es gibt also keine Zentralbank oder es gibt keine Nationalbank, die dafür gerade steht, sondern alle Teilnehmer sind sozusagen. Aber jetzt müssen wir doch mal Schritt für Schritt mal vorgehen. Also die These, Sie kriegen den gläsernen Menschen. Gläserne Mensch ist schon längst da. Wenn Sie sich überlegen, wenn Sie ein mobiles Telefon haben, weiß man jederzeit, wo Sie sind. Man weiß jederzeit, mit wem Sie telefonieren. Und die Frage ist, wer hat eigentlich das Zugriffsrecht auf diese Daten? Sie wissen, wenn Sie Giroverkehre machen und ähnliches, hat der Staat jederzeit die Möglichkeit einzugreifen. Also das ist so eine Phantomdiskussion, plötzlich auf Papier und auf Metall zurückgreifen zu wollen und sagen, das kann ich unter mein Kopfkissen stellen und dann kriegt das keiner mit. Sie müssen sich schon entscheiden, wofür Sie sind. Ja? Wenn Sie für Bitcoins plädieren, plädieren Sie für eine private Geldform, die sich dem Zugriff des Staates entzieht. Da bin ich bei Ihnen dabei. Nur die Bitcoins gibt es funktionsmäßig noch nicht wirklich in breiter Menge. Mein Glaube daran, dass sie wirklich sicher sind, ist derzeit
heute noch begrenzt. Das mag morgen schon anders sein. Und bis es soweit ist, sollten wir die Freiheit in anderer Form benutzen. Und ehrlich gesagt, dass wir schon kontrolliert werden, sollte uns nicht rechtfertigen lassen. Lass uns total kontrollieren. Die Freiheit stirbt immer schrittweise. Und für mich geht es ja auch noch um etwas anderes. Wir sollen ja gewissermaßen die Steuerung über unser Sparen und über unser Ausgabeverhalten verlieren. Es geht ja um die Zinspolitik, letztlich aber der Europäischen Zentralbank. Wenn das auf Papier steht, also nein, Inflation und Ähnliches, können Sie das nicht. Herr Wimmermann, Sie bearbeiten und untersuchen ja die Trends. Also ja, Sie gucken einmal, wie war es und wie ist es heute und wie könnte es kommen. Eigentlich habe ich das Gefühl, ist Bargeld doch immer noch, ja, wenn ich da nichts mehr in der Tasche habe, dann kaufe ich auch nichts mehr. Manchen entzieht man ja bewusst die Kreditkarten und sagt, du überziehst mit deinen Schulden und die Kinder mit den Handys. Verführt nicht die Abschaffung des Bargeldes, dass ich auch die Kontrolle über mich selbst verliere? Das wäre ja ein sehr kurzer Schluss, den man ziehen würde, weil jeder für sich selber verantwortlich ist. Wenn wir wissen, dass wir im Netz selbstverständlich digital bezahlen, wenn wir auch hier sehen, dass es eine private Institution ist, nämlich PayPal, die sozusagen den Zahlungsverkehr abwickelt, dann sehen wir, dass wir innerhalb von wenigen Jahren sozusagen in die virtuelle Welt freiwillig gegangen sind. Aber manche sind mit den Gefahren, also ich bleibe noch mal bei diesen Handygeschichten mit den Kindern, wo die Eltern dann sagen, wir müssen den Kindern das Handy wegnehmen. Also das heißt ja zu Deutsch, wir müssen denen das Geld wegnehmen. Nein, Sie können den Kindern ja Prepaid-Card geben und dann haben Sie ein Limit sozusagen gesetzt im virtuellen Raum, was die Kinder nutzen können. Und natürlich wird es so sein, dass alle möglichen Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden. Was ich spannend finde und was eigentlich meiner Arbeit entspricht, ist eigentlich, wie schnell verändert sich unsere Welt und welche Argumente werden im Moment sozusagen ins Spiel gebracht. Und ich finde, im Moment geht es um Empörungsgenuss. Wir wehren uns dagegen, dass der Staat sagt, ihr kriegt kein materielles Geld mehr, sind aber tatsächlich im allgemeinen privaten Verhalten schon viel, viel weiter. Ja, weil es darum geht, kann ich etwas freiwillig tun oder werde ich dazu gezwungen? Das macht in der Welt der Wirklichkeit vor den Trends einen großen Unterschied aus. Man kann beides mögen. Und ich bin ja auch dafür, dass man digital oder unbar per elektronischer Kreditkarte bezahlt. Wäre bescheuert, wenn ich das ablehnen würde. Das ist ja völlig klar. Aber Freiheit ist, etwas anders tun zu dürfen. Und Freiheit bedeutet, etwas nicht tun zu müssen, sondern etwas tun zu können. Und das ist der Unterschied. Jeder soll digital bezahlen können. Wer nicht will, nicht. Und es bedeutet natürlich auch, dass wir den Menschen zwangsweise eine elektronische Fußfessel anlegen. Denn hat der Bettler einen Geldautomaten dabei? Da beginnt es schon. Haben unsere Kinder wirklich alles bereits elektronisch? Haben wir überall elektronische Zahlungsautomaten? Sie werden kommen können und ich habe nichts dagegen. Aber nochmal, es geht um zwei Dinge. Es geht um die Geschäftemacherei, die damit verbunden ist. Denn täuschen Sie sich nicht, das unbare Bezahlen ist teuer. Diese Automaten müssen alle bezahlt werden und zwar von uns Konsumenten. Das zweite Argument ist natürlich nach wie vor, und ich glaube, an dem Punkt haben Sie Ihre Trends noch nicht in die Gegenwart vorhergezogen. Es geht im Augenblick darum, die europäischen Bürger dazu zu zwingen, schnell Geld auszugeben. Das nennt man Konjunkturpolitik, das macht man mit einer Nullzinspolitik, am liebsten mit einer Negativzinspolitik. Dann würden Sie Ihr Geld jeden Tag verlieren. Und dem kann man sich nur entziehen, das geschieht bereits in vielen Ländern, indem man sich mit Bargeld rüstet gegen eine Politik, die uns zum Objekt jederzeit entwerten, auch wenn es auf Papier gedruckt ist. Denken Sie an die Inflationssituation, wo man gesagt hat, okay, da müssen noch 3 Nullen oder 6 Nullen dahinter. Also es geht doch um den Standard, es geht doch nicht um das Trägermaterial. Also wenn Sie dem Staat nicht mehr als Garanten vertrauen, dass er dafür gerade steht, mit dem Zahlungsmittel zuverlässig langfristig umzugehen, dann müsste er sich nicht unter dem Das, was Sie vorwerfen, den Genuss an der Empörung, den
spielen Sie gerade. Ich glaube nicht an die Superinflation, die Sie jetzt mit den vielen Nullen beschreiben. Ich glaube ganz konkret, dass eine Nullzinspolitik oder eine Negativzinspolitik, die die 1.000 Euro auf dem Sparkonto morgen zu 950 Euro macht, dass diese Politik falsch ist. Und dagegen wehre ich mich. Aber die haben wir doch schon, obwohl wir Papiergeld haben. Nein, die haben wir noch nicht. Wir haben für das Sparbuch keine Negativzinspolitik. Diese Trends, ich glaube, dass das als Trend... Im Bereich der Businesswelt haben wir das. Ich glaube, dass wir das als Trend in Zukunft haben wollen. Aber wir haben es für den Bürger in der Gegenwart noch nicht. Und das ist die entscheidende Schwelle. Aber das hängt nicht davon ab, ob der Wert auf Papier oder im Computer... Denn wenn er auf Papier ist, kann ich ihn mit nach Hause nehmen und er schmilzt dann nicht. Aber wenn wir jetzt mal weggehen von Zinsen und so weiter und sagen, generell, also man muss sich das vorstellen, Bargeld gehört ja irgendwie dazu, wie das Glas Wasser, das man trinkt. Also man kann sich jetzt, waren auch mal Bargeld und ja, sind auch aber, verschwunden. Aber trotzdem, die Frage an den Trendforscher, es verändert doch unsere Kultur. Also man kann das ja gut finden. Selbstverständlich, es verändert unsere Kultur. Und das war ja genau das, worauf Tichy hingewiesen hat. Wir müssen uns umstellen. Und meine These ist, wir haben uns schon umgestellt. Und wenn es um Freiheit geht, geht es, glaube ich, um ganz andere Dimensionen als nur um das Geld. Wenn man daran denkt, dass wir mittlerweile einen Chip im Personalausweis haben, dass wir Fingerabdrücke abgeben, obwohl wir keine Kriminellen sind. Ja, dann wehrt es sich dagegen. Aber das hat mit dem Thema Freiheit etwas zu tun und nicht mit dem Thema Geld zu tun. Ja, aber das Geld ist ein Element der Freiheit. Wissen Sie, Sie argumentieren ein bisschen seltsam. Sie sagen, die Freiheit ist eh schon weg, ist mir eh nichts wert, dann können wir das Geld auch noch mitnehmen. Nein, ich sage, dann lass uns einen Restbereich noch offen halten. Denn wenn wir der totale Überwachungsstaat werden, ist es nicht mehr mein Staat. Sie können sagen, ja, der Trend geht dahin. Dann können Sie sich zurücklehnen und sagen, ich bin ja nur ein Trendforscher, ich beschreibe ja nur, was kommt. Dann beschreiben wir den Weg in die Knechtschaft. Ein Zitat übrigens von Friedrich August von Hayek. Der Weg in die Knechtschaft ist mit guten Vorsätzen und elektronischen Bitcoins gepflastert. Also ich komme noch aus einer Zeit, wo ich als Lehrling eine Pergamenttüte bekommen habe mit Münzen und Scheinen und darum letzten Endes kämpfen musste, ein Girokonto zu haben. Heute ist es so, dass man weltweit einfordert, dass jeder automatisch ein Girokonto hat. Sie müssen es haben, weil Sie sonst überhaupt nicht geschäftsfähig sind. Sie werden keine Wohnung kriegen, Sie werden keinen Job kriegen. Sie fallen sozusagen aus der Gesellschaft raus. Dann sprechen Sie mit den Leuten, die keine haben. Ich glaube, das Interessante ist einfach, dass wir einen Strukturwandel haben, der Digitalität und Vernetzung sozusagen voraussetzt. Und Sie als Wirtschaftsjournalist wissen ja, dass wir gerade dabei sind, die Industrie 4.0 zu realisieren und dass Vernetzung und Digitalität sozusagen die Voraussetzung ist, um eine Steigerung in der Profitabilität zu machen. Und also, hat das jetzt mit Geld zu tun? Weil die Anschlussfähigkeit sozusagen des Konsumenten an den digitalen Strom die Voraussetzung ist, dass man noch mehr Effizienz in dem gesamten Wirtschaftsprozess hat. Bevor er die antwortet, fragen wir mal nach draußen. Natürlich bei so einem Thema, was jeden angeht, haben wir gefragt, die Passanten, wie sehen Sie denn das, wenn es in Zukunft kein Bargeld mehr gibt? Ich finde es absolut notwendig, bargeldlos bezahlen. Ich meine, in Amerika kann ich eh schon permanent überall mit Visa-Karte bezahlen. Ich finde es eigentlich antiquiert, dass wir immer noch Bargeld besitzen. Ich finde es sicherer. Muss man das Geld nicht mehr in der Tasche haben, kann nicht beklaut werden. Also ich finde es okay. Super, sehr praktisch. Aber ab und zu ist auch schön, sozusagen mit Bar zu zahlen, kleine Beträge. Nur Bares ist Wahres. Ich kann mir das auch gar nicht vorstellen, wenn es ganz wenig ist, dass das Sinn macht, dann mit einer Karte zu zahlen. Das ist natürlich die Frage, wie das mit der Sicherheit dann ist. Und es gibt ja jetzt schon das Bezahlen mit dem Handy. Das finde ich zum Beispiel nicht so toll. Also gut wäre zum Beispiel eine EC-Karte, die gleichzeitig ein Ausweis ist oder so ein Personalausweis, wo alle Informationen enthalten sind. So Sachen sind halt so störanfällig und ja, viele Menschen wollen halt uns dann auch nichts Gutes und das ist halt die größte Angst, glaube ich. Wenn alles nur noch mit Karte geht, es geht alles über Maschinen. Und die Kommunikation mit den Menschen, mit dem Mensch, dem Gegenüber, fällt einfach irgendwann, bleibt auf der Strecke. Also ich muss schon sagen, ich habe auch das Gefühl, wenn ich das klimpert in der Tasche, ich muss danach suchen, beim Wechseln habe ich das Gespräch und so weiter und so weiter. Wenn ich eine Karte reinchecke, ist es was anderes. Aber, lieber Herr Wippermann, der große russische Schriftsteller Dostojewski hat den schönen Satz gesagt, Geld
ist geprägte Freiheit. Ich würde sagen, Geld ist verbirgte Information. Das heißt, es kann abgeschafft werden, ohne dass sich etwas ändert. Nein, das Geld wird ja nicht abgeschafft, sondern das Trägermaterial. Genau. Ja, ohne dass sich was ändert. Und wir sind ja dabei, und das muss man einfach sehen, das ist eine extrem kurze Entwicklung, mobiles Bezahlen möglich zu machen über Geräte, die bei uns zum Beispiel noch gar nicht auf dem Markt sind. Denken wir an Apple Pay. Ist es ein Gerät, was gerade vor 6 Monaten in Amerika gelauncht wurde? Wenn man sieht, dass mittlerweile auf dem Smartphone bei Starbucks 16% des Umsatzes abgewickelt werden, dann sieht man eben nicht nur in Skandinavien, sondern in vielen anderen Ländern, dass virtuelles Geld durchaus etwas ist, was voranschreitet. Und wenn man nach Kenia schaut, sieht man eben, dass es sogar per SMS geht. Und ich glaube, das ist das Interessante. Es ist also ein kultureller Wandel. Und natürlich, wenn jemand älter ist, vermisst er das Papier und auch das Geräusch von Münzen. Mhm. Wenn jemand jünger ist, und das kann man statistisch schon nachvollziehen, ist es so, dass man eher die Bequemlichkeit und den zeitlichen Vorteil sucht. Sind Sie altmodisch? Nein, im Gegenteil. Ich bin sehr modern, weil ich für Freiheit bin. Und deswegen, ich glaube, Sie gehen auf einen Punkt nicht ein. Warum wird es dann verboten? Wissen Sie, ich verstehe, wie Sie sagen, Sie haben es sehr plastisch formuliert, dass die Menschen total an die Maschine angeschlossen werden sollen, dass sie damit natürlich auch einsehbar werden sollen, dass es ihnen keine Rolle spielt, wenn der Rest der Freiheit noch verschwindet. Das verstehe ich alles aus den Gewinnen, aus der Profitsucht, die dahinter steht, aus der Kontrollüberwachung. Und wahrscheinlich ist es ein Trend der Zeit, dass wir den gläsernen Bürger perfektionieren wollen, dass wir ihn manipulieren wollen. Denn dieser Anschluss, wie Sie sagen, die Anschlussfähigkeit an die Maschine setzt voraus, dass auch der Mensch zur Maschine wird. Ich bin der Meinung, an dieser Schnittstelle brauchen wir noch einen Rest Freiheit. Wahr ist, das Bargeld stirbt leise, weil es bestimmte Nachteile hat. Und dagegen ist auch nichts einzuwenden. Gegen Bequemlichkeit, gegen Vorteile ist nichts einzuwenden. Aber es wird nicht generell verboten. Wogegen etwas einzuwenden. Und das ist der Punkt. Und auf den wollen Sie natürlich nicht gerne eingehen, weil da die Anschlussfähigkeit an die Apple-Profitmaschine zu nahe ist. Der entscheidende Punkt, warum muss ich es verbieten? Wenn es Vorteile hat, kommt es von alleine und ich muss es nicht verbieten. Der Punkt ist die Unfreiwilligkeit. Der Punkt ist der Zwang. Und da hätte ich gerne ein Argument, warum man die Menschen dazu zwingen muss, sich an Apple anzuklemmen. Also man muss sich nicht an einen Konzern anklemmen, sondern an das System als Ganzes anklemmen. Gut, aber das Bargeld verbietet es. Also Schweden und Dänemark verbietet es ja nicht. Man kann es ja noch haben. Die Schweden sind kurz davor, das zu verbieten. Ja, das und ich möchte das nicht werten, ob ich das toll finde oder nicht. Mich interessiert eigentlich die Geschwindigkeit, wie sich Kulturen umstellen. Mhm. Und natürlich braucht man aus meiner persönlichen Sicht das gar nicht verbieten, weil die Menschen sich einfach davon verabschieden werden. Das wird längere Zeit dauern. Ich denke, dass mobiles Bezahlen in Deutschland 15 Jahre braucht ungefähr. Aber Sie können von den Alterungsschichten sehen, je jünger die Leute sind, desto eher sind sie dem Ganzen offen gegenüber aufgeschlossen. Wenn sie in den Kommerz im Internet sehen, sehen Sie, ja, das haben wir ja schon gelernt. Nochmal, der Punkt ist der Zwang und nicht die Freiheit. Und wenn jemand, wenn jemand eine Apple Watch sich kaufen will, soll er es tun. Aber warum muss ich ihn dazu zwingen? Es zwingt sie ja keiner dazu, eine Apple Watch zu kaufen. Darüber sprechen wir doch. Ja gut, aber es wird, sagen wir mal, wenn Bargeld abgeschafft wird, ist es ja nicht so, es wird für Sie abgeschafft und für Sie nicht, sondern dann gibt es aber nicht mehr. Aber ich habe doch am Anfang gleich gesagt, wir sind sofort in der Lage, das Bargeld abzuschaffen, weil jeder von uns ein Mikrochip mit sich trägt. Die EC-Karte ist praktisch flächendeckend in Deutschland verbreitet. Und damit ist sozusagen die technische Voraussetzung für bargeldloses Zahlungswesen geschaffen. Aber dann von mir nochmal die Frage, ich glaube auch, also technisch ist das alles gar kein Problem. Aber was ist der Gewinn? Der Gewinn liegt ganz eindeutig in der Ökonomie. Der Gewinn in dieser vernetzten Gesellschaft, auf die wir seit vielen Jahren hinarbeiten. Und natürlich ist es so, dass die Privatperson sozusagen der sperrigste Gegenstand ist, der integriert wird. Diesen sperrigen Gegenstand. Ich sage ja nicht, dass man das abschaffen muss, sondern ich beobachte einfach, wie sich sozusagen unsere Gesellschaft umstellt. Mhm. Und das, was mit der Industrialisierung passiert ist, dass wir uns sozusagen normiert Maschinen zugewandt haben, um einen höheren Lebensstandard zu haben zum Beispiel, passiert jetzt in der digitalen vernetzten Welt. Und beim Smartphone ist es ja eigentlich schon so. Also wenn man denkt, vor 8 Jahren gab es das erst.
Ja, und heute kann man sich das gar nicht mehr vorstellen, dass es das nicht gibt. Ja, das ist doch toll. Könnte ja mit dem Bargeld auch so gehen. Könnte so sein. Aber nochmal, mich stört diese Analogie, und die Sprache ist ja auch ein bisschen verräterisch, dieses sperrige Element Mensch. Ja, das entzieht sich noch dieser Volldigitalisierung, will noch außerhalb irgendwie was anders machen, als die Maschinennorm es erzwingt. Wissen Sie, ich bin ja ein großer Freund der Digitalisierung. Niemand hat dafür, oder viele schon, aber ich meine, kämpfe ja auch dafür, die Industrie zu digitalisieren. Aber ich verstehe nicht, was Ihre Analogie, wenn wir Produktionsketten, wenn wir Fabriken digitalisieren, was es damit zu tun haben soll, dass wir Menschen digitalisieren. An der Schnittstelle gehe ich eben nicht mit. Und an dieser Schnittstelle sage ich, lass den Menschen auch noch etwas. Worüber übrigens bin ich ja der Meinung, die Menschen werden sich ihre Freiheiten sowieso organisieren. Die Bitcoins, und das ist ja die Superdigitalisierung, wenn Sie wollen, ist ja ein Weg, sich dieser Unfreiheit zu entziehen, indem ich mir ein Stück Vertrautheit versuche zu verschaffen. Ob es wirklich sicher ist, sei dahingestellt, will ich jetzt nicht diskutieren. Ein zweiter Weg ist, die Menschen haben sich immer ihr Geld selbst geschaffen. Ja, genau. Und das ist sehr interessant zu sehen, wie sich und das die Menschen entwickelt. Haben sich, ja. werden sich dann vielleicht auf Gold oder vielleicht auch wieder auf Tauschgesellschaft genau. zurückziehen. Wenn Sie sich anschauen, dass zum Beispiel Carsharing darauf basiert, dass Sie nicht Münzen und Scheine dabei haben. Sie müssen einmal vielleicht versuchen, sich an diesen Film zu erinnern. Es geht um die Pseudo-Abschaffung der Kriminalität. Aber die Kriminalität können Sie dadurch nicht bekämpfen. Da waren wir uns ja einig. Warum wird dieses Argument vorgetragen? Da und die müssen Sie diejenigen fragen, die diese Argumente vortragen. Also diese Frage werden wir jetzt nicht mehr erörtern können, schon rein aus Zeitgründen. Aber es ist hochinteressant, wie viel an diesem Thema dranhängt. Zum Schluss nur ein Satz. Ist dieser Wandel nicht mehr aufzuhalten oder lohnt sich das noch dagegen zu kämpfen? Bargeld. Der Wandel ist nicht aufzuhalten und wir entwickeln neue Formen wie zum Beispiel Peer-to-Peer, Tauschen von Geld oder von Vertrauen und der Staat zieht sich zurück. Herr Tichy, ist die Gegenwehr noch sinnvoll? Der Staat kämpft noch um sein Monopol und wird überrollt, weil einerseits wahrscheinlich Gold wieder entsteht und andererseits so etwas wie Bitcoins bekämpfen eine Schlacht um die Freiheit. Klares Wort. Danke, Roland Tichy. Dankeschön, Peter Wiffermann. Eine interessante Diskussion zu einem Thema, das in den nächsten Jahren kommt und wir wissen nicht, wie schnell. 2018, sagt die EU. Das war's für heute. Schönen Sonntag noch.